So, ich starte einfach mal die Aufnahme. Ich werde jetzt in die... einfach direkt in die Burg gehen. Wo wir ja mit Freys Abenteuer die nächste Tantra besuchen. Es ist leider ein bisschen Zeit jetzt vergangen dazwischen. Ich bin nicht mehr so fit, kampftechnisch. Ist halt schon ein bisschen was her. Ich hoffe, ich krieg's trotzdem einfach hin. Da ist etwas. Wie sollen wir vorgehen? Wir könnten es einfach ignorieren. Oh! Oh, Alter! Ach, komm schon! Gut Ding will Weile haben. Ja. Ich merke direkt, wie ich mich hier schon ein bisschen verdrehe, weil ich daran denke, wie Hogwarts gespielt wurde. Stell dir jetzt nicht selbst ein Bein, Frey. Was soll das denn nun wieder heißen? Verpiss dich endlich! Endlich jemand, der dich mag. Feinde zu kämpfen, kann nicht sehr erfüllend sein. Ja, kommt mir irgendwie sinnlos vor. War's auch. Aber es hat mir kurz geholfen, darüber nachzudenken, ob ich das Spiel noch spielen kann. Werde ich schon hinkriegen. Und wahrscheinlich lauert schon der nächste Bösewicht. Sei besser auf der Hut. Super, wird kein Problem. Shit! Scheint so. Ich muss hier noch ein paar mit den Pfeilen beharren und hoffen, dass ich noch ein paar Tantra-Schergen töte. Das hast du wirklich fein gemacht. Genau, dann ist das mich fertig. Freue mich jetzt schon, das auszutesten. Zerstör die Lampe, sonst kommen immer mehr nach. Und eine andere Magie benutzen. Brandgefährlich. Cool.
sitze fest. Nicht weg. So, das war Lampe 1. Vergiss die Scherben. Greif die Lampe an. Ich glaube, sie zu töten bringt uns nicht weiter. Ja, ich muss erstmal die Lampe anvisiert bekommen. Schon mal alle kleinen Lampen. Nee, das funzt nicht. Oh. Anfällig gegen Props Magie. Gleich geht's aufs Maul. Gleich kommt ein Knaller. Alles klar. Probieren kostet nichts. Guten Tag, Dragon, im Chat. Wie gefällt dir das? Ach komm schon, ey. Bereit? Naja, es läuft besser, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich würde mehr verkacken. Auch wenn ich viele Tränke benutzen musste. Das war's für dich. Tut bestimmt weh. Das ist deine Chance. Die Lampe ist ungeschützt. Okay, weiter. Oh, wie enthusiastisch. Das war jetzt zwar das Haupttor, ich kann mich noch erinnern damals, dass man nach dem Haupttor vielleicht erstmal hier hochgeht
weil zwei Sachen waren, die ich so nicht erreichen konnte. Einmal den Quell da hinten und das Monument der Stärke, was hier oben ist. Habe ich von unten mich nicht ran, dafür musste es erst durch das Haupttor. Keine Sorge, das geht schnell. Ich will es hoffen. Bereit für den nächsten Kampf? Ich meine, was muss, das muss. Ich weiß auch noch, ich wollte eine Upgrade-Fähigkeit freischalten für Mental. Das läuft ja echt gut. Ich sehe schon, das hängt da hinten mich auch irgendwie. Nein! Gleite rüber. Und was wird aus dir, wenn alles vorbei ist? Ich weiß es nicht genau. Aber mach dir um mich vorerst keine Sorgen. Wir müssen uns beeilen. Du fällst von meinem Arm ab und stirbst. Klar. Da ist der Armreif, ihr wahrer Vater, der verwandelt wurde in einen magischen Gegenstand. Düdüdüdüd. Plot-Twist. Hey, hörst du das? Das kann sich sehen lassen. Ich bin sogar noch besser, als ich dachte. Da, Wasser. Albe. Seht her, der Name des Zaubers sagt mir überhaupt nichts. Verhaltet den Großteil des Schadens eines einzelnen, nicht blockbaren, durchschlagenden Angriffs. So, ermöglicht dir den Trefferpunktebonus an der Halskette zu erhöhen. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Generiert beim Aufladen ein noch größeres Abwehrschild. Das ist auch nicht.
Erhöhung der Feuerbrunst. Explosivtritt, Feuerfalle. Da, verstärken. Magiebonus des Umhangs zu verbessern. Jetzt wollen wir eben kurz eine Schnellreise. Wieder zurück in eine Hütte, und dann müssen wir erstmal den Umhang verstärken. Das ging aber zackig. Ja, das ging so zackig, ich komme nicht mehr in den Bart kratzen. Jemand zu Hause? Zum Glück nicht. Ich bin die Ladezeiten von Hogwarts Legacy jetzt gewohnt. Oh, wir machen Schnellreise. Ach, erstmal Kaffee holen. Vergleichsmäßig ist das so. Nochmal jede Magieschadensart um 55 steigern. Willst du etwas herstellen? Ja, Heiltränke. Keine Manieren. Ich habe bei solchen Sachen schon das Gefühl, dass ich ein Rentner bin. Weil ich einfach denke, mein Gott, das dauert alles viel zu lange. Sachen zu produzieren. Warum darf ich nicht einfach auswählen, da ich 16 produzieren will oder Maximum? Wie Rentner im Supermarkt. Können Sie mal noch eine Kasse aufmachen? Wir sind Zweiter in Ihrer Kasse. Ich hab keine Zeit. Schön übel hier. Noch besser festhalten kann ich mich kaum. Alter, wer baut sich bitte eine Burg mitten in einem Loch? Ein bemerkenswerter Anblick ist es allemal. Entschuldigung. Etwas gefunden? Es hat geschellt. Ich musste mal kurz an die Tür gehen, deshalb, ich hatte keinen Herzinfarkt oder so. Ihr müsst keinen Krankenwagen rufen. Dass es hier so freakig aussieht, liegt am Bruch, oder? Ja, davon ist auszugehen. Alter, was soll der Bruch überhaupt sein? Hab gerade etwas Zeit. Könnte was... Nee, Zeit falsche Taste. Gegner von hinten. Ich
der Anfälligkeitssachen gerade. Tja, das hätte ich vielleicht direkt verbessern sollen. Besiege den letzten Gegner im Kampf. Das mit Malstrom, keine Ahnung, besiege zu Boden gegangene Gegner, super. Klappt auch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Besiege fliegende Gegner mit Pfeilhagel. Na okay, das könnte knifflig werden. Könnte ja auch gut möglich sein. Das sind ja einige. Sei lieber vorsichtig. Sollte ein Kinderspiel werden. Wäre es doch nur immer so. Das hat gesessen! Yep. Los geht's! Diese Magie erfordert mehr Abstand. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Könntest du mich vielleicht nicht ganz so oft treffen lassen? Wofür hältst du mich? Für eine Superheldin? Voll geht's gut, oder? Naja, gut nicht unbedingt. Also fliegende Gegner mit Pfeilhagel zu treffen ist vielleicht doch nicht so geil. So, ich weiß, hier war... noch ein Fotospot. Schurken in der Nähe, stimmt's? Wenn man sie so nennen kann. Hier könnten wir ein gutes Foto für die Kiddies machen. Du bist die Expertin. Der Winkel muss stimmen. So viel Zeit muss sein. Das sieht ja aus wie ein riesiger... richtig, Turm. Fertig. Und sonst gibt es hier nichts zu holen, außer Kisten. Das muss reichen. Schau an, eine kleine Schar von Störenfrieden. Die Schwachen jagen immer im Rudel was. Das wird lustig. Vorsicht! Hasta la vista, Baby! So viel Dach!
Okay, angeblich noch Gegner in der Nähe. Ach so, da. Ich werde versuchen, sie nicht alle auf einmal zu konsumieren. Ach, die sind doch alle irrelevant. Das wär's dann wohl, was? Sieht ganz danach aus. Sag bloß, das sind die hiesigen Türsteher. Sieht so aus. Mann, oh Mann. Ah. Du musst einfach nur... Oh, lass mich raten. Acht geben und auf der Hut sein oder sowas? Ich komm klar, Ralf. Und du hilfst mir ja, stimmt's? Natürlich. Oh, toll. Ein Empfangskomitee. Ja, ganz lustig. Bis an der Wahl. Oh, nicht schon wieder. Das Ding hat keinen Kratzer ab. Beruhig dich und konzentriere dich zuerst auf die Gegner in der Nähe. Ja, ich weiß schon selbst, wie es geht. Herzlichen Dank auch. Jetzt gibt's nur noch uns beide, Kollege. Bringen wir es hinter uns. Na also! Gleich gibt's aufs Maul. Das Ding plant wohl seinen nächsten Schritt. Erteil der Lampe eine Lektion. Wow! Fuck! Schnell! Gleich kommen neue Feinde nach! Komm schon! Achtung! So, gegen welche Magie warst du nochmal anfällig? Prefs oder ich benutze die Frey-Magie? Ja, den hier. Ungeschützt. Ja, man merkt den Schadensunterschied schon jetzt, wo ich auch den Umhang verstärkt habe. Puh, so eine Plackerei. Wenigstens ist der Weg nun frei. Stimmt. Sollen wir? Klar, ein paar Bücher hat doch jeder so rumliegen. Man merkt eben gleich, dass die Tanta der Weisheit hier residiert. Schade, dass wir uns zoffen. Hier würde ich gerne ein bisschen abhängen. Das nehme ich mal mit. Es scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Endlich da. Nicht mehr weit. Ganz entspannt. Das war anscheinend ihre letzte Verteidigungslinie.
Weil dahinter komme ich. Weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Ist ja eh nur eine Kiste. Okay, Zillas Magie. Gleich kommt ein Knaller. Durch, du hast nichts mit Feuer. Guten Abend, Tikon im Chat. Ich glaube, sie zu töten bringt uns nicht weiter. Warum sollte das nichts bringen? Ist nicht wahr. So hat es früher also in Sepaul ausgesehen? Könnte richtig was wert sein. Ja, wenn wir jemanden in Sepaul finden, der zufällig gerade eine Kunstsammlung zusammenstellt. Ja, stimmt. Was war nochmal deren spezielle Geschichte? Nervig sein. Okay. Bevor du die Lampe angreifst. Ja. Nee, das funzt nicht. Dann mal los. Ja. Alle Lampen in meiner Wohnung haben jetzt Angst. Schnell, gleich kommen neue Feinde nach. Oh ja. Dafür, ich dachte, ich würde es vielleicht verkacken, bin ich doch relativ schnell reingekommen wieder. Ins Spiel. Ich mache jetzt sogar inzwischen das Wechseln der Waffen richtig, beziehungsweise der Magieform. Da ich vorher immer voll mit gehadert. Dort hätte es mir nicht gefallen. Eine abschreckende Wirkung auf Verbrecher war von den Erbauern wohl durchaus beabsichtigt. Visoria war schon immer bloß ein Haufen Felder, was? Ja, die Auswirkungen des Bruchs sind hier wohl weniger offensichtlich als in anderen Reichen. Das Zahlerlamm. Die Lampen beschwören äußerst zähe Gegner in Phantomgestalt, sind äußerst sehr
Sie sind sehr strapazierfähig und werden von einer undurchdringlichen Barriere geschützt. Wenn ich sämtliche Feinde, um die Barriere zu entfernen und füge die Lampe anschließend mit deinem stärksten Angriffen möglichst viel Schaden zu, bevor sich die Barriere regeneriert. Was für eine. Sie muss eine Illusion erzeugen, die groß genug ist, um die ganze Burg einzuschließen. Ja, das erklärt den Türsteher. Bringen wir es hinter uns, ja? Das hat gesessen! Okay, das ging schnell. Die Zerstörung der Illusionen hat Olas nicht gut getan. Finden wir sie, bevor sie wieder zu Kräften kommen kann. Hier beginnt die nächste Phase von Freys Abenteuer. Vergewissere dich, dass du mit einem Feuerring fertig bist. Ist eigentlich unnötig, dass sie das sagen. Aber du kannst ja eigentlich immer alles noch machen vorher. Hallo? Hier bin ich. Ich will keine Spielchen mehr. Mach schon! Komisch. Hallo? Sie ist tot? Oh. Dann bleibt uns ein Kampf erspart. Wir Glückspilze. Was ist das für ein kranker Scheiß? Vielleicht ist sie unter all der Last ihrer Illusionen zusammengebrochen. Los geht's. Du weißt Bescheid. Ralf, was machst du denn? Cinta wartet. Könntest du dich mal beeilen und dein Ding machen, Ralf? Bedauere, Frey. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Ich verstehe. Ach, tatsächlich. Das haben die Tantas gemeint. Oh, ich will, dass du es sagst. Bitte sag es. Sie haben überhaupt nicht mich gemeint. Sag es. Sag es. Du. Du bist der Dämon. Heisa! Na endlich. Die Tantas fürchteten nicht dich, Frey. Sondern das, was du in dir trugst. Und zwar nicht! Und vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir zu alter Pracht verholfen.
so erlaubt, endlich meiner Bestimmung zu folgen. Bestimmung? Vergeltung. Rache für ein unverzeihliches Verbrechen. Glaubst du wirklich, die Reddick wären davon gekrochen und verreckt, nach dem, was die Tantas mit ihnen machten? Oh nein, nein, nein. Ich bin der, der hier zuletzt lacht. Das Endspiel, das Ende der Tantas, das Ende Ethias und auch das Deine. Und jetzt sei ein braves Mädchen und stirb, damit ich ungestört Chaos stiften kann und so weiter und so weiter. Mit 21 Jahren Verspätung. Shit! Meine Magie! Sie ist weg! Deine Magie? Das war sie nie. Ohne mich bist du ein Nichts. Ralph hat sich mit Freys Unter... Moment, Ralph hat sich von Freys Unterarm befreit und in einen Dämon namens Zuzurus verwandelt. Ohne ihre magischen Fähigkeiten kann sie nichts tun, außer weglaufen. Weiche den Angriffen des Dämons aus und suche nach einer Chance, so schnell wie möglich aus der Burg zu fliehen. Shit! Weinerlich, undankbar, selbstsüchtig. Glaubst du, ein paar gute Taten machen dich zur Heldin? Hast du gedacht, wir würden wirklich beste Kumpel? Ich hoffe, ich habe deine Vertrauensprobleme nicht noch nervtötender gestaltet. Halt dein Maul! Nun, das war ein Spaß. Aber ich will jetzt tun, wozu du mich imstande machst und deinem Elend ein für alle Mal ein Ende bereiten. Ich muss von hier weg! Flieh, Frey, vor dem Gesetz, vor jeglicher Verantwortung und vor dir. Ich kann nicht ohne Magie jetzt bleiben. Ich werde wahrscheinlich meine Mutter aufsuchen. Die letzte Tantra. Nun, es war schön, Frey. Aber alles hat ein Ende. Oh, der Drache. Mutter? Heilige Scheiße! War's das schon? Tut mir leid, eure Zeit ist jetzt um. Center?